Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Fahrstunde. Yes! Diesmal haben wir die zweite Fahrstunde. Also, letztes Mal haben wir ja eine Doppelstunde gehabt. Dieses Mal ist es die zweite Doppelstunde mit Tyler. Ja, wir fangen da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich hoffe, ihr habt die Folge gesehen. Wenn nicht, ich kann hier oben, glaube ich, eine Karte verlinken. Ja, dann könnt ihr euch die auch nochmal reinziehen. Ansonsten, in dieser Folge passiert Folgendes. Merkt, weil du jetzt so geballert hast, musst du jetzt hier so... Oh. Du hast die Kupplung nicht gedrückt. Drückst du nochmal. Genau. Du musst den mal ganz durchdrücken. Wenn du den nur halb durchdrückst, dann will der weiterfahren, weißt du? Erster Gang. Genau. Das ist so, wie als würdest du versuchen, Fahrrad zu fahren, zu trampeln und ziehst beide Bremsen gleichzeitig. Dann kippst du auf, geht nicht. Alter, wie viele Kreisverkehre waren das jetzt überhaupt? Fünf oder so? Ne, mehr, warte mal. Ja. Eins, zwei, sieben. Sieben auch. Das ist schon gut. Ich war in Werne hier auf der Berufsschule, ey, und immer stand hier morgens so ein Blitzer. Konntest du schon in meiner Klasse erkennen, wer morgens zu schnell war. Wir haben alle mal so. Okay, und dann lass uns nicht lange quatschen. Intro! Puh. Wunderbar. Perfekt, so, dann kann ich alles so lassen, wie es ist. Wir kurbeln uns erstmal fest hier. Genau, dann packt ihr erstmal die Schuhe. Dankeschön. So, dann packt ihr erstmal den Sitz so weit, dass du das mit der Kupplung nochmal machen kannst, so wie gestern, dass du die durchdrücken kannst. Versuche mal so oben mit dem Fußballen, also hier mit zu drücken. Mhm. Genau, ja, damit ist besser. Hast du ganz durchgedrückt? Ja. So geht. So gut. Okay. Spiegel, siehst du auch gut? Ja. Ja? Nice. Die Gänge, weißt du noch, wie das so war? Drück mal Kupplung einmal durch. Mach mal einmal erste Gang. Jo, zweite. Cool. Und dritte. Sauber. Und vierte auch noch. Safe. Gut, dann machen wir den ersten Gang rein. Und das ist die Handbremse. Das haben wir gestern nicht gemacht, ne? Doch. Ja? Weißt du, wie die losgeht? So. Eigentlich runterdrücken, aber du musst dabei die Fußbremse drücken, sonst funktioniert das nicht. Also drück mal Fußbremse. Nee, anderer Fuß, anderer Fuß. Genau. Nach unten drücken dann. Nach unten? Jetzt geht's hier los. Okay. Merk? Nee? Hast du Fußbremse gedrückt? Mach nochmal. Ja. Und runter drücken. Nee, nach unten drücken. Nach unten? Oh. So, und dann merkt man das auch unter dem Fuß. Das macht so ein komisches Widerstandsgefühl und dann ist sie los. Okay, cool. Also, wir machen das heute genau so, wie wir das beim letzten Mal auch gemacht haben. Wir fahren erstmal aus der Stadt raus, habe ich ja gesagt. Und wenn wir das gemacht haben, aus der Stadt raus, gucken wir, dass wir uns so ein bisschen wieder dran gewöhnen, Kreisverkehr und solche Geschichten, dass wir immer weiter daran arbeiten, dass du safe wirst, was die Fahrzeugkontrolle und Bedienung angeht. Und je besser wir uns dann da fühlen, je mehr kommen wir dann nachher in die Stadt. Okay. Also wir werden heute auch, glaube ich, 1, 2, 3, 4 mehr Kreisverkehre machen als letztes Mal. Aber wirst du sehen, das wird schon gut funktionieren. Hast du Fragen? Nein, eigentlich ist gut. Okay, cool. Dann drück Kupplung durch. Genau, erster Gang nochmal rein. Wenn du sagst, alles ist cool, also Spiegel gucken, dann machst du nur noch einen Blinker links, dass die anderen aufchecken, dass wir losfahren. Genau. Und dann schleifst du dich langsam los. So langsam mit der, aber nicht alles von der Kupplung, sondern so ein bisschen. Drück mal wieder runter die Kupplung. Runterdrücken. Ja, lenk ruhig drum rum, ne? Fahr ganz an ihm vorbei. Also so eine ganze Runde voll nach links lenken. Das ist so, genau. Lenk ruhig so viel wie geht. Und dann nur 50% Kupplung und wieder runterdrücken. Weil wenn da so ein Bulli kommt, weißt du, musst du das schaffen, stehen zu bleiben, dass der locker vorbeikommt. Und dann schleifst du dich wieder langsam. Aber nicht alles von der Kupplung, sondern wieder nur 50%. Ah, warte mal kurz. Und da kommt die Chantal. Da ist sie. Dann kein Gas, jetzt geht. Korrekt. So, pass auf. Kein Gas. Weil direkt hier rechts vor links ist, weißt du? Also einmal beobachten, kommt keiner. Nein. Dann kannst du wieder ein bisschen drauf drücken. Ruhig ein bisschen mehr. Ja, genau. Und dann fahren wir links weiter. Okay. Halte ich ein bisschen rechts, sodass wenn der geradeaus wollen würde, will er nicht, aber wenn, dass der hier noch Platz hat. Und dann schmeiß einfach einen Blinker links an. Und genau. Kupplung ganz durchdrücken. Nochmal richtig blinken, so richtig so mit noch fester. So, genau. Und hier stoppen. Wegen dem Schild. Ja. Okay. Jetzt schleifst du dich wieder ein bisschen nach vorne. Wir müssen halt gucken, dass keiner guckt.
dann lenk schon ein bisschen rum, wenn dann keiner kommt. Dann hau mal ab hier. Aber schön rechts rüberfahren. Mhm. Schön sofort direkt so im Prinzip ein bisschen näher an die Fußgänger. Fühlt sich nicht so cool an. Ja, genau. Ja, bleib so. Und jetzt locker wieder Gas. Ja, genau, drück ruhig drauf. So, dass du merkst, dass der wieder lauter wird. Dann Kupplung direkt durchdrücken, langsam aber machen. Kupplung durchdrücken, Gas weg. Zweite Gang. Jetzt Fuß ganz von der Kupplung, kein Gas mehr geben, weil der da vorne steht. Der steht mitten im Weg, siehst du das? Ja. Wir können auch nicht drum rumfahren. Also nimm erstmal Gas zurück, ganz alles weg. Dann gucken wir erstmal, was der macht. Gar nichts. Jetzt Kupplung drücken und langsam stoppen. Okay, jetzt haut er ab, siehst du? Dann schleifst du wieder ein bisschen mit der Kupplung. Gut, dass er abhaut. Bei sowas immer erstmal chillig bleiben, weil du nie weißt, was der macht, wo der hin will. Hast du ja gesehen, das war, konnte keiner von uns wissen. Kupplung drücken. Jetzt trennst du beide wieder und langsam runterbremsen. Ja, genau. Und wenn du jetzt stehst, welcher Gang? Eins. Jo. Zack. Schön langsam schleifen, dass wir wieder gut loskommen. Genau. Direkt wieder Gas. Ruhig ein bisschen knackiger. Genau. Ja, bleib mal Gas. Alles gut. Und direkt Kupplung wieder drücken, Gas weg. Genau. Sehr gut. Das läuft schon viel besser als gestern, merkst du? Ruhig wieder Gas geben. Ja, du hast den Fuß an der Kupplung. Den musst du ganz wegnehmen. Ach so. Genau, sonst willst du Gas geben und du schleifst immer so ein bisschen die beiden wieder zusammen und dann geht das nicht so wirklich. Mhm. Und jetzt kannst du in Ruhe wieder die Kupplung drücken, wieder rollen lassen. Genau, und dritte Gang, gerade nur nach oben. Genau, Kupplung lösen. Safe, richtig gut. Und Fuß wieder weg von der Kupplung. Das ist auch schon ein viel besseres Gefühl. Gestern sind wir so ein bisschen an diese Randsteine dran gekommen. Erinnerst du dich jetzt schon viel, viel besser? Gut, ey. Der tingelt da so rum mit seinem Fahrrad. Das ist auch alles gut. Beobachte den aber gut. Nicht, dass auf einmal der Fahrer so einen Schlenker macht oder sowas. Da musst du dann auf den aufpassen. Natürlich bist du nicht sofort schuld, wenn da irgendwas schief geht. Aber du musst den erstmal beobachten. So, ganz wichtig, dass du da das halt siehst. Keiner hier am Zebrastreifen. Ne? Ziehen wir weiter. Hinter dir ist gut, oder? Ja. Sehr gut. Die 30 siehst du, ne? Ja. Schon langsam jetzt anfangen zu bremsen. Machen wir jetzt. Nee, nicht der Fuß. Anderer Fuß. Genau. Sehr gut. Bremse los. Und jetzt Kupplung durchdrücken. Und wieder zweiter Gang. Der war bei dir. Yep. Langsam lösen, denn wenn die beiden zusammenkommen, also Kupplung lösen, hast du gemerkt, diesen Bremseffekt? Mhm. Das ist die Motorbremse. Ja? Wo ich ein bisschen Gas, so dass du so an den 30 kratzt halt. Aber kontrollier mal gut. Nee, nicht der Fuß. Man zuckt immer so, ne? Das Problem ist, mit dem Fuß hat man kein Gefühl, wenn man bremst. Und das ist dann ungefähr so, als würdest du mit der falschen Hand die Zähne putzen. Das klappt nie wirklich gut. Man kann das immer mal probieren, aber irgendwie ist das nicht so der Knaller. Yep, jetzt kannst du wieder ein bisschen Gas geben, weil jetzt ist ja wieder 50. Genau, Kupplung direkt durchdrücken, Gas wegnehmen, also rollen lassen, ganze Ruhe, sehr gut. Und jetzt dritte Gang, lösen die Kupplung. Oh, sehr gut, sehr gut. Weil guck mal, jetzt hast du keinen Wackler da drin gehabt. Hast du gemerkt, ne? Gestern war es ja immer noch manchmal so, wenn du geschaltet hast, hast du so runtergeguckt und dann gezogen und dann zieht man immer so ein bisschen am Lenkrad. Aber weil du heute jetzt gerade Zeit gelassen hast, war richtig gut. Dann geht das einfach so geradeaus und automatisch wird das jetzt immer schneller werden. Das ist richtig gut. Hinter dir ist alles gut, ne? Ja. Und noch ein bisschen Gas. Genau, dass du immer so an den 50 dran bleibst. Wie gesagt, wenn du mal ein bisschen drüber kommst, ist egal. Ich pass auf, dass du keiner blitzt. Selbst wenn, muss ich eh bezahlen, du hast ja noch keinen Führerschein, kann ich nicht. Manche denken immer so, als Fahrlehrer muss man nicht bezahlen, wenn du geblitzt wirst, aber das stimmt leider nicht. Bei mir ist richtig übel, wenn ich geblitzt werde und ich verliere Führerschein, ist ganze Fahrschule stillgelegt. Ja, ja. Können wir alle Moviepark fahren.
So, da vorne kommt gleich ein Kreisverkehr, ne? Welcher Gang war Kreisverkehr nochmal? Der zweite. Korrekt. Und ja, wenn du zweite Gang weißt, dann weißt du auch ungefähr welche Geschwindigkeit, oder? Ja. Wie viel? 5, 10. Boah, 20 und 30 geht auch noch. Okay. Aber nimm Gas weg jetzt, Kupplung drücken und zweite Kupplung ganz drücken und zweite Gang. Also da und alle Füße loslassen wieder, damit wir die Motorbremse kriegen. Jetzt nichts machen, nur rollen. Dadurch, dass jetzt hier überall Stau ist, ne? Ändern wir unsere Pläne. Wir fahren jetzt weiter im Kreis. Einfach weiterfahren. Okay. So eine schöne große Kurve und dann ja, so. Und wir fahren auch an dem Audi vorbei. Im Prinzip so. Und hauen dann einfach wieder daher ab, wo wir gerade hergekommen sind. Also hier. Wenn du schaffst, blinkt noch. Korrekt. Und dann hauen wir hier wieder ab. Bevor wir nämlich hier 3 Tage stehen. Jetzt kannst du einfach wieder Gas geben. Und dann zieht er sich locker einfach wieder gerade. Ruhig ein bisschen mehr Gas geben. Und dann Kupplung durchdrücken, Gas wegnehmen, wieder rollen lassen, genau. Sehr gut. Und wieder Kupplung lösen. 2. Stunde, man läuft bei dir. Und versuch immer wieder an den 50 zu kratzen. Yep. Wenn du in der Prüfung aus Versehen mal falsch lang fährst, ne? Also der Prüfer sagt rechts oder du fährst links oder so, ist egal. So wie jetzt auch mit dem Kreisverkehr. Das kann immer mal passieren, dass du das entweder kurz falsch verstehst, wir dann falsch abbiegen oder wir auf so einen Stau fahren, so wie das jetzt hier, dann hat ja kein Prüfer Lust, da jetzt eine halbe Stunde im Stau zu stehen. Dann ändert man das einfach, ist aber völlig egal für deine Prüfung, weil der will ja nur sehen, wie du fahren kannst. Und viele Schüler fragen manchmal so, ja, was ist denn, wenn ich jetzt hier eine halbe Stunde lang im Stau stehe, kriege ich dann trotzdem einen Führerschein? Mhm. Im Endeffekt ja, aber in 10 Jahren ist mir das noch nie passiert, dass ich im Stau gestanden habe, wie dann einer gesagt hat, herzlichen Glückwunsch, hier ist dein Führerschein. Also die Prüfer sind ja nicht dann blöd, die merken das ja selber und dann haben die auch die Möglichkeit, noch ein bisschen länger zu fahren und so. Also nur nicht, dass du dir den Kopf machst, wenn der Prüfer sagt, jo, ich will hier rechts und du schaffst das nicht, weil du was weiß ich, zu schnell bist oder dein Auto steht oder irgendwas, das geht einfach nicht. Dann nicht versuchen, trotzdem irgendwie reinzukommen. Du fährst halt weiter geradeaus. Habe ich letzte Prüfung noch gehabt. Da sollten wir an der Ampel irgendwann später links abbiegen. Und das Mädchen hat es nicht geschafft, weil von hinten einer zu krass überholt hat. Dann hat sie gesagt, ja, schaffe ich leider nicht. Sagt, das ist nicht schlimm, fahr geradeaus. So weitergefahren. Also alles cool. Check mal. 30. Jo. In welchem Gang? 2. Ja, Kupplung drücken. So, jetzt ist getrennt, jetzt kannst du schalten und wieder zusammen. Genau. Locker wieder ein bisschen Gas. Korrekt. Korrekt. Guck mal, wichtig ist auch, dass du jetzt noch kein Gas gibst, weil das Schild ist ja noch weiter weg, siehst du? Mhm. So, das heißt, erst jetzt darfst du wieder drauf drücken. Ruhig, drück ruhig jetzt fester ein bisschen. Genau. Dann hörst du es ja wieder. Und dann Kupplung, Gas weg. Yep, und Kupplung los. Ich probiere im Moment um 5 Uhr aufzustehen, aber das ist eine Killer-Uhrzeit, ey. Ja. Da komme ich ja nicht so mit klar. Meistens haue ich dann noch 16 Mal auf Schlummern und dann ist es immer 5:45 und dann kriege ich es so langsam hin. Aber 5 Uhr, ey, ist zu krass. Aber ich taste mich langsam an. Wann stehst du noch? 5:30 Uhr. Wie viel? 5:30 Uhr. Wow. Guck mal, der Roller steht da, siehst du das? Mhm. Gas wegnehmen und nur Kupplung und langsam runterbremsen. Langsam anbremsen. Genau, bremse wieder los und dann nimm mal den 2. Gang. Genau. Nee, ist der 1. Yep. Und dann rollst du einfach so locker hinterher. Wir fahren jetzt links weiter. Schmeißt du einfach einen Blinker links an. Yep. Kupplung durchdrücken, damit du gleich stehen bleiben kannst. Jetzt langsam bremsen. Und direkt wieder 1. Gang. Geht auch immer da, hast du gesehen? So ist jetzt 1. Ach so. So ist 2. Ja, manchmal 3. Wenn du dir mal nicht sicher bist, kannst du immer mal so. Mal gucken, du weißt Bescheid. 5:30 Uhr stehst du schon auf. Mhm. Was machst du jobmäßig? Ich mache Abitur. Abi, warum 5:30 Uhr? Ich habe mir das angewöhnt, so früh aufzustehen. Maschine, Alter. Warum? Also einfach. Einfach so, ich bin so wie. Ich habe keinen Wecker und dann stehe ich einfach so 5:30 Uhr auf.
Das ist krass. Man geht pennen. Boah, immer spät. Ganz spät. Ich habe wenig Schlaf immer. So, 23 Uhr. Okay. Ist gut. Das geht. Ja, ich bin halt auch immer lange unterwegs. Ne? Gestern war ich auch noch, ich glaube, das ist 0 Uhr in Dortmund. Mhm. Also wir waren irgendwann dann abends noch essen, 23 Uhr und dann eine halbe Stunde noch zurück. Ja. Guck mal, auf der Ampel sind so Pfeile, siehst du das? Mhm. Immer wenn du Pfeile auf der Ampel hast, da ist dein Weg komplett freigegeben. Mhm. Du brauchst dann auf niemand anders zu gucken. Manchmal ist das ja so, dass wenn man jetzt zum Beispiel links abbiegt, guckt, muss man immer auf die Autos von vorne achten. Das brauchst du hier gar nicht, weil du einen Pfeil hast. Guck mal, wenn du jetzt langsam losfährst, ist egal, ob da ein Benz von vorne kommt oder nicht, bleibst ein bisschen am Gas. Du kannst einfach abbiegen. Brauchst auch keine Angst haben, dass da ein Fahrrad kommt oder irgendwer. Noch ein bisschen größer, genau. Sehr gut. Genau, bleib am Gas. Mach direkt Kupplung durch. Yep. Und wieder Gas geben. Zieh ein bisschen an noch. Und direkt wieder Kupplung durch. Gas weg. Genau, mach dritte Gang. Gas weg. Weil die Ampel da hinten ist rot, siehst du? Mhm. Also nichts mehr machen. Kannst alle Füße loslassen. Und dann warte erstmal so ein bisschen, rollst du so dran. Und danach wieder Kupplung drücken, damit du das trennst. Und langsam runterbremsen. Genau. Zack, und wieder erster Gang. Ups. Da ist er. Du musst immer diesen kantigen Weg gehen. Ich habe früher auch immer gedacht, vielleicht kann ich das so schräg abkürzen oder so, aber hast du gemerkt, geht gar nicht, ne? Der hakt dann sofort. Du musst immer so zack, zack, zack und dann passen die Wege. 5.30 Uhr stehst du auf, ey, boah. Einfach so. Ohne Wecker. Boah, das schaffe ich noch nicht. Sehr langsam. Korrekt. Und direkt ans Gas. Und auch direkt Kupplung durch. Zweite Gang. Ganz durchdrücken immer. Genau. Jetzt hast du ein bisschen zu früh gezogen, hast du gemerkt? Dann hat er so gehakt. Stimmt. Genau. Bleib am Gas. Und direkt wieder Kupplung durchdrücken. Ganz durchdrücken. Gas weg. Locker dritter Gang. Gut. Kupplung wieder los. Und dann funktioniert Gas wieder. Tipptopp. Ein bisschen links rüber. Links bleiben. Guck mal, jetzt teilt sich deine eine Spur auf zwei, ne? Mhm. Wir nehmen immer die rechte Fahrbahn, immer. Okay. Es gibt viele Gründe dafür. Manche sagen Rechtsfahrgebot oder bla bla bla. Ich sag dir mein Grund, das ist das Einfachste. Die linke Spur, den Fuß nimm wieder weg von der Kupplung. Also kannst du, wir gucken, genau. Die linke Spur, die geht irgendwann weg. Nimm ein bisschen Gas weg, kurz, wenn das hier so ein bisschen enger wird. Okay. Weil das, weißt du, dieser Zickzack hier? Genau. Siehst du, guck mal, die linke Spur muss jetzt auf einmal abbiegen. Und wenn du dann gepennt hast, musst du jetzt auch abbiegen. Ja, natürlich. Nimm mal Gas ganz weg. Blink mal links und wechsel mal in die Mitte. So langsam in die Mitte einfach wechseln. Genau. Blinker wieder aus. Ich will nämlich gleich mit dir an der zweiten Ampel links abbiegen. Okay. Kupplung wieder drücken. Und einfach nur langsam runterbremsen. Ein bisschen links bleiben. Ne? Ups. Oh, alles gut, ja, angeschnappt. Gut. Kupplung lass ganz unten. Und erster Gang. Yep. So, hinter dir passt noch? Ja, ne? Ja. Keiner da, alle abgehangen. So, was ist hier mit grün? Aha, ich glaube, jetzt kriegen wir auch grün. Weißt du? Schön locker. Und direkt wieder Gas. Gas. Direkt wieder Kupplung durchdrücken. Das sind immer nur so ein paar Meter. Genau, Kupplung ganz los. Nimm den Fuß immer danach ganz weg. Nicht mehr so schnell, weil wir wollen ja links jetzt fahren. Kein Gas mehr geben, kein Gas, sonst hast du keine Zeit. Blinker links. Genau. Und dann langsam rüber. Kupplung durchdrücken. Und wieder runterbremsen. Du hast gemerkt, weil du jetzt so geballert hast, musst du jetzt hier so... Oh. Ups. Du hast die Kupplung nicht gedrückt. Drück sie nochmal. Genau. Musst immer ganz durchdrücken. Wenn du den nur halb durchdrückst, dann will der weiterfahren, weißt du? Erster Gang. Genau. Das ist so, wie als würdest du versuchen, Fahrrad zu fahren, zu trampeln und ziehst beide Bremsen gleichzeitig. Ne? Kippst du auf den Gehweg. So, schön langsam.
Guck mal, du hast wieder einen Pfeil auf der Ampel, siehst du das? Also brauchst du auf niemanden gucken. Blink nochmal richtig. Und richtig so. Nochmal richtig blinken, so nach unten drücken. Genau. Nicht ganz so schnell. Schön, siehst du? 30. Cool. Kupplung durchdrücken, rollen lassen. In welchem Gang? Zweit. Cool. Sauber. Den Fuß nimm wieder weg von der Kupplung. Und kein Gas geben kurz. Kein Gas. Wegen dem Bahnübergang. Einfach dann so locker hier rüber. Und wieder Gas geben. Genau, also Gas 30 halten. Hast du die Ampel gesehen zufällig? Ja, die habe ich gesehen. Dass die noch auf gelb umgesprungen ist, hast du gesehen? Kannst du gar nichts machen, ist halt so. Guck mal, die hinter dir, die ist auch noch mitgefahren. Die ist garantiert nicht mehr über gelb gefahren. Habe ich gesehen. Der Prüfer guckt, wie du guckst. Also wenn du, wenn der merkt, du beobachtest das, dann ist das gut, dann weiß der auch, alles klar, das war jetzt kein Glück mit der Ampel. Der bemerkt, dass du so fährst, dann denkt er sich, Tyler, Mensch, du hast da irgendwie irgendwas voll verpasst. Und dann testet er dich, dann fährt er nochmal links, nochmal rechts, nochmal an die Ampel, um halt rauszufinden, kannst du wirklich gut gucken oder war das Glück? Mit Glück lässt er dich auf keinen Fall durch die Prüfung. Zwischendurch kurz nochmal hinter dir checken, aber sie bleibt dran, ne? Mhm. Bisschen links rüber. Gut. Okay, bleib ich auch noch so leicht am Gas. Mhm. Guck mal, bis hierhin ist er. Check. Und jetzt hast du 50, siehst du? Jetzt kannst du, normalerweise würde ich sagen, jetzt gibst du erstmal Gas, aber guck mal da vorne. Da vorne. Gut. Das ist gut vorausschauen, wenn du das sehen kannst. Genau. Zack, und wieder links rüber. Und jetzt gibst du wieder ein bisschen Gas. Ruhig noch ein bisschen mehr. Genau, aber jetzt bleibt der Bus wieder irgendwie da stehen. Ne? Dann wieder Gas wegnehmen. Kupplung. Siehst du, dass die beiden Autos ein bisschen links stehen? Ja. Mach du das auch. Das machen die, damit die eventuell an dem Bus vorbeifahren können, wenn keiner kommt. Erster Gang. Oh, jetzt bist du sogar im Rückwärtsgang, warte. Mach nochmal raus. So, da ist er. Gut. Schön locker. Direkt ans Gas. Sofort wieder Kupplung durch, Gas weg. Zweiter Gang. Siehst du die Ampel? Ja. Korrekt. Bisschen links bleiben. Kupplung ganz durchdrücken. Langsam runter. Yep. Und erster Gang. Erster Gang kommt immer wieder. Das ist die Story, wirst du nicht mehr los. Es sei denn, fährst Automatik, das ist chillig. Das Blöde bei Automatik ist, wenn du nur Automatik in der Fahrstunde machst, darfst du nachher auch nur Automatik fahren. Ja. Das bockt halt nicht so. Sauber. Ja, und direkt wieder Kupplung durch. Genau. Aufpassen hier, wenn er hier aussteigt. Aber das Schild hier, checkst du das? Ja. Gut. 30 von wann? Von 7 bis 17 Uhr. Ist so. Und danach? 50. Ist immer gut, wenn du siehst, dass du keine Schlange hinter dir hast oder keiner drängelt, dann fühlt sich das immer ein bisschen besser an.
Gas weg, weil die stehen, fangen die langsam wieder an. Dann kannst du dich immer so ein bisschen auf Distanz halten, aber vielleicht brauchst du gar nicht schalten. Da war ja 30, ne? Mhm. Wie lange gilt denn so ein 30-Schild? Andere Frage. Hier sind ja Straßen rechts und links, ne? Mhm. Wenn jetzt hier ein Auto rauskommt, der weiß ja nichts von deinem 30-Schild. Dann darf der jetzt wie schnell fahren? 50. Jo. Und du auch. Dann drück drauf. Ein bisschen mehr. Und dann locker wieder Kupplung durch. Dritte Gang. Aber langsam. Oh, das war schon vierte. Nimm erstmal einen dritten. Genau. Nach oben. Ach. Ja. Kupplung los und weiter Gas geben, aber weil du die 70 wahrscheinlich gesehen hast, hast du schon Bock gehabt. Kannst jetzt weiterziehen, zieh den dritten Gang ruhig mehr. Genau. Und dann machst du jetzt locker Kupplung wieder durch, rollen lassen und gerade nach unten. Yep. Genau, dann wieder locker Gas geben. Jetzt hast du hier 70, kannst auch 70 ganz in Ruhe fahren. Wenn die Kurven kommen, würde ich dir empfehlen, das, was wir gestern schon ein bisschen gemacht haben, dieses dynamische Fahren, also Gas wegnehmen, vielleicht ein bisschen anbremsen, aber wenn du sagst, ach, Kurve habe ich im Griff, was ist das denn für eine Kurve, dann gibst du wieder Gas. Immer so, dass das für dich vom Gefühl her passt. Genau. Und wieder ein bisschen Gas. Ab dem Schild darfst du wie schnell fahren? Nein. Yep. Dann drück drauf. Kannst einfach ziehen, wenn du willst. Drück ich ein bisschen mehr. Genau. Wir bleiben aber erstmal im vierten Gang. Mhm. Normalerweise würde ich sagen, so fünfte Gang kann man schon locker machen bei 100. Aber wenn du mal da vorne hinguckst. 70, glaube ich. Genau. Also kannst du Gas schon wieder wegnehmen. Schon wieder ein bisschen anbremsen, so ganz leicht. Das reicht schon. Und dann schon wieder leicht Gas geben. Weil sonst verlierst du durch den Berg zu viel Geschwindigkeit. Also ruhig ein bisschen Gas geben wieder. Ein bisschen mehr, siehst du, sonst fällst du runter bis auf 60. Einfach nur, weil du ein bisschen Gas weggenommen hast. Cool, so läuft's. Tyler, so läuft's. Boah, gleich kommt die Kreisverkehre. Ohne Ende. Ein Kreisverkehr nach dem anderen. Check mal, der hinter dir kommt gar nicht mehr hinterher. So, so gut. So, und jetzt? Wieder runter. Wieder Gas. Jetzt kannst du wieder Gas geben, weil du außerorts bist. So. In dem 70 meine ich. Weißt du, das ist durchgestrichen? Du bist außerhalb geschlossener Ortschaft. Ja. Genau, 70 ist durchgestrichen. Also können wir locker 100 ballern. Korrekt. So, schau mal rechts das Schild. Voll versteckt hier im Gebüsch. Siehst du das? Bremst jetzt mal ein bisschen härter. Ein bisschen mehr und bremse wieder los. Und jetzt wieder Gas geben. Komisch, ne? Man würde da eigentlich denken, lass mal ausrollen, so ist spritsparend, aber nee. Weil wenn das Schild kommt 70, musste da bei 70 sein. Die Sheriffs blitzen auch immer ab den Schildern. Ja. Die haben danach nie viel Toleranz. Die sagen dann immer, ja Tyler, hier war doch das Schild, da ist 70. Was ist los mit dir? Ich war in Werne hier auf der Berufsschule, ey, und immer stand hier morgens so ein Blitzer. Konnte schon in meiner Klasse erkennen, wer morgens zu schnell war. Ey. Wir haben alle immer so, ne? Das ist ja richtig mies, weil morgens Berufsschule war man meistens immer ein bisschen zu spät und dann versucht auf den letzten Metern alles rauszuholen.